Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar ein neues Real Talk Video. Die letzten Real Talk Videos waren so ein bisschen von Kommentaren von euch inspiriert. Und dieses Real Talk Video entsteht, also ich wollte sowas in die Richtung schon machen, hatte jetzt aber noch nicht so den richtigen Aufhänger und jetzt habe ich ihn, weil unter meinem Vlog, wo ich euch unter anderem den Haul gezeigt habe von Boutique Vegan, kam auf, dass das ja jetzt so ein Vegan-Hype irgendwie ist, auf dem ich jetzt hier so mitschwimme. Und mir war vorher eigentlich gar nicht klar, dass es einen Vegan-Hype gibt. Und ich wollte das Video nochmal nutzen, um euch zu erzählen, wie ich mich aktuell ernähre, wie das passiert ist, weil ich ganz oft auch die Frage bekomme, ob das was mit meinem Glauben zu tun hat oder aus gesundheitlichen Gründen ist oder. Deswegen fangen wir mal von vorne an. Ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion. Und seit ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich mich halt viel damit beschäftigt, was kann man tun außerhalb dieser, dein Arzt verschreibt dir halt ein entsprechendes Hormon und dann stehst du halt da. Was kann man darüber hinaus denn tun? Und überall habe ich gelesen, vegane Ernährung. Wenn du dich vegan ernährst, kannst du deine Schilddrüsenfunktion heilen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das schaffst du niemals. Niemals. Du kannst dich niemals vegan ernähren. Und habe es auch gar nicht erst versucht. Nicht mal vegetarisch. Ich habe es gar nicht erst versucht. Und dann kam aber noch zusätzlich zu dieser Schilddrüsenunterfunktion hinzu, dass ich allergisch bin auf Milch und auf Ei. Und das hatte ich vorher null auf dem Schirm, überhaupt gar nicht. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht oder dann auch nicht damit gerechnet und habe dann so ganz peu à peu angefangen, habe halt erst Milch gegen, halt erst Milch ersetzt gegen Hafermilch, Sojamilch und solche Geschichten. Habe dann auch später angefangen, komplett auf Käse zu verzichten. Also auf Milchprodukte ganz im Allgemeinen. Und Eier habe ich sowieso noch nie so viel zu mir genommen. Also ich war jetzt nie so ein Typ, der immer sonntags ein Ei gegessen hat oder viel Spiegelei oder sowas. Von daher war das jetzt nicht so problematisch. Und dann ist was ganz, ganz, oder es sind zwei krasse Sachen passiert. Ich bin kein Arzt, ich kann euch nicht sagen, woran das tatsächlich liegt. Ich erzähle nur von meiner Erfahrung. Ich habe dann halt immer weiter die Milchprodukte reduziert. Es war einfach ein Prozess. Ich habe das nicht von jetzt auf gleich gemacht. Es ist unglaublich windig draußen. Es hört sich so an, als würde mir jederzeit die Terrassentür hier gleich um die Ohren fliegen. Also es war so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ich habe nicht gesagt, von heute auf morgen, es gibt keine Milchprodukte mehr, sondern ich habe das so Schritt für Schritt gemacht. Und habe dann gemerkt, wenn ich dann doch mal irgendwas gegessen habe, wo Milch drin ist, weil ich irgendwo war, weil ich nicht wusste, dass Milch drin war, weil ich ganz am Anfang auch einfach nicht dran gedacht habe. Also ich habe dann halt einfach Milcheis gegessen und danach habe ich gemerkt, scheiße, du hast halt einfach nicht dran gedacht. Und da ging es mir richtig, richtig, richtig schlecht. So schlecht ging es mir tatsächlich davor, als ich noch ganz normal Milch zu mir genommen habe, niemals, als dann, als ich die Milch reduziert habe und dann manchmal aus Versehen Milch zu mir genommen habe. Da geht es mir echt richtig, richtig, richtig doll schlecht. Und das ist aber auch so ein Punkt, weil es mir dann so extrem schlecht geht, verzichte ich halt jetzt wirklich komplett drauf. Also bei mir zu Hause gibt es keine Milchprodukte mehr. Mal in Ausnahmefällen für die Kinder, aber echt super, 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 super selten. Also die können ihre Joghurts und so auch immer noch essen, aber ansonsten, also ich nehme wirklich überhaupt keine Milchprodukte mehr zu mir. Ich habe viele Alternativen gefunden, zum Glück. Also Hafermilch ist meine neue große Liebe und Sojamilch, Vanille liebe ich sehr, vor allen Dingen in Kombination mit einer bestimmten Kurwachsorte. Komme damit auch super im normalen Alltag klar. Käse vermisse ich ein bisschen, aber jetzt auch nicht so doll. Und habe halt, wie gesagt, sehr, sehr gute Alternativen für mich gefunden. Und habe gar nicht so konkret beschlossen, dass ich vegan leben möchte. Das war überhaupt nicht, habe ich gar nicht. Es kam dann einfach so, weil ich war es leid, im Supermarkt zu stehen und mir bei jedem Produkt erstmal durchzulesen, ist da irgendwas an Milch drin? Ist da Ei drin? Weil in dem meisten Kram ist irgendwie Ei drin.
Und es war mir einfach zu lästig. Und deswegen bin ich halt einfach darauf umgestiegen, einfach von vornherein vegane Produkte zu kaufen, weil ich da einfach nicht vorher lesen muss, was da so alles drin ist. Weil ich weiß, okay, damit fahre ich einfach sicher. Und habe halt dann, wie gesagt, angefangen, schon im Supermarkt einfach primär vegane Produkte zu kaufen. Beziehungsweise dann, wenn ich festgestellt habe, ja, Hummus schmeckt dir, okay, kannst du auch mal selber machen. Und ja, und so kam das dann einfach. Ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, jetzt vegan leben zu wollen. Es ist ja ein gesundheitlicher Aspekt. Und ich habe dann, und das ist das zweite Krasse, was passiert ist, einen Energieschub oder eine Energiezufuhr von 400% erlebt. Also seit ich so krass Milch und Eier aus meinem Speiseplan gestrichen habe, ist mein Energielevel von hier einfach nach da oben gestiegen. Ich habe so viel mehr Energie. Es gab wirklich Phasen, da musste ich musste jeden Tag eine Stunde Mittagsschlaf machen, weil ich sonst den Tag bis 20 Uhr nicht überlebt hätte, wirklich. Und das waren dann auch die Zeiten, wo ich um 19 Uhr eigentlich mit den Kindern schon auf dem Sofa eingeschlafen bin. Und das ist einfach nicht mehr so. Ich mache immer noch meine 15 Minuten Powernap jeden Tag, einfach so aus Prinzip. Aber ich brauche es nicht mehr. Ich habe so viel mehr Energie. Gerade morgens komme ich viel besser in die Gänge. Ich habe abends noch ganz, ganz viel Kraft, um Dinge tun zu können. Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es mit dieser Ernährung zusammenhängt. Und deswegen habe ich dann angefangen, okay, was gibt es denn im veganen Bereich noch so für coole Produkte? Was kann ich denn eventuell noch so ersetzen? Und da kam dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Boutique Vegan zustande, wo ich dann wieder auf neue Sachen gestoßen bin, wie zum Beispiel diese Sojaschnitzel, heißen die so? Soja? Na, dieser Sojakram, wo ihr mir dann in den Kommentaren Dankeschön geschrieben habt, wie ich das zubereite. Um halt zum Beispiel Bolognese nicht mit Hackfleisch machen zu müssen, sondern halt damit. Also bei den Kindern ist auch noch so, die ernähren sich nicht vegan, die essen auch noch Fleisch und Wurst. Zwar wesentlich weniger, als das früher der Fall war, aber sie tun es halt immer noch, weil sie A, bin ich immer der Meinung, Kinder brauchen irgendwie noch alle Nährstoffe und B, können sie noch nicht selbst entscheiden, wollen sie das oder wollen sie das nicht. Und dann ist es für mich völlig okay, denen das natürlich auch noch zu geben. Und auch ich esse, ich sag mal so, einmal die Woche, vielleicht auch nur einmal in zwei Wochen auch noch Fleisch, Wurst oder irgend sowas in die Richtung. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwo bin, bin ich da jetzt nicht so etipetiert. Nein, das ist nicht vegan, das kann ich nicht essen. Also so bin ich halt wirklich auch nicht. Ich habe einfach für mich gemerkt, es ist für mich ein extrem unkomplizierter Weg, was ich nie gedacht hätte. Es ist für mich gesundheitlich extrem förderlich. Und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Und ich weiß noch nicht, wo es mich hinführt. Ich glaube, ich werde niemals zu 100% vegan leben. Niemals. Dafür bin ich einfach zu faul, zu geizig und liebe Käse zu sehr. Also einmal im Jahr muss es, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise Käse geben. Ich weiß, es gibt auch so komische Laktose-Tabletten und so, damit man noch Milch und Käse und so zu sich nehmen kann. Aber ich weiß, dass mir Milch meinem Körper einfach nicht gut tut. Also warum sollte ich dann diese Tabletten nehmen, nur um Milch vertragen zu können, die meinem Körper ja aber doch nicht gut tut? Deswegen habe ich diese Tabletten tatsächlich auch noch nie benutzt. Werde mir aber vielleicht mal so irgendwie doch welche besorgen, falls man mal irgendwo ist, möchte ich dann auch nicht sagen, nein, ich kann von diesen 5 verschiedenen Kuchen nichts essen, weil da überall Milch und Ei drin ist. Ja, also ich weiß noch nicht, wo mein Weg hinführt, aber ich dachte, ich mache dieses Real Talk Video mal, weil so viele Fragen zu der veganen Ernährung aufkommen. Und ich merke es in letzter Zeit sehr stark, dass dann so Annahmen getroffen werden, die halt einfach nicht stimmen. Und darüber möchte ich gerne aufklären und dafür sind die Real Talk Videos eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Wenn jetzt unter euch extreme vegan Experten sind, die mir irgendwas sehr ans Herz legen wollen, was ich mal ausprobieren soll oder wo ich mal vorbeischauen soll, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne jetzt unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, soll jeder essen und leben, wie er möchte. Möchte jetzt niemanden dazu animieren, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Das liegt mir fern. Ich hätte damals auch auf niemanden gehört, auch wenn ich gewusst hätte, dass mir das mit der Schilddrüse sehr geholfen hätte. Ich musste einfach selber an den Punkt kommen. Genau, das wollte ich gesagt haben. Ich kann euch gerne mal nochmal den Vlog verlinken, wo ich euch die Sachen zeige von Boutique Vegan, die mir und den Kindern übrigens unglaublich gut geschmeckt haben. Wirklich, also die Kinder essen ja auch viele vegane Sachen und wissen nicht, dass es vegan ist, weil die auch gar nicht wissen, was das damit zu tun hat. Aber ich habe einfach ein sehr, sehr
ja, mir geht's gut dabei, wenn ich ihnen solche Produkte gebe, von denen ich weiß, okay, die kannst du sie auch ohne Bedenken essen lassen, tatsächlich. Und es ist nicht irgendwie so, dass das eklig ist oder dass die Kinder dann nicht essen, weil gar nicht, gar nicht. Die essen das zum Teil lieber als irgendwelchen industriellen Süßigkeitenkram. Genau, das war's hoffentlich recht kurz und knackig, wie das bei mir eigentlich gerade ist mit diesem Vegan-Hype.